Stehst du als Zahnarzt oder Kieferorthopäde gerade kurz vor einer Praxisgründung oder planst du demnächst deine eigene Zahnarztpraxis zu kaufen? Was ist besser für dich? Eine komplett neue Existenzgründung oder eher die Übernahme einer bestehenden Praxis mit einem kompletten Patientenstamm? Ich bin mir sicher, du hast darüber auch schon sehr viel nachgedacht und du hast dir bestimmt schon auch eine Checkliste organisiert oder dir eine spezielle Fachberatung zur Seite geholt, weil das ist genau richtig. Aber viele deiner Kollegen vergessen, dass du als Zahnarzt nicht nur Mediziner mit einem guten Gehalt bist, sondern auch Geschäftsführer einer kleinen freiberuflichen Firma mit unternehmerischem Risiko. Das klingt komisch. Dann bleib dran, denn gleich spreche ich mit einem deiner Kollegen Klartext über die andere Seite deiner Selbstständigkeit als Zahnmediziner. Nämlich, wie sieht es hinter den Kulissen einer Praxis wirklich aus bei den Themen Finanzen, Arbeitszeit, die Kosten, eine Zahnarztpraxis zu eröffnen, die Standortauswahl, deine Altersvorsorge und natürlich auch deine Verantwortung für deine Mitarbeiter. Und ja, auch Zahnärzte können insolvent gehen. Wie und warum und wie du das vermeidest, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus meiner Reihe im Gespräch mit. Heute aus der Schmitz-Katze in Tübingen. Heute im Gespräch mit mir. Christian, du bist Zahnmediziner hier in Tübingen. Du bist sozusagen auch ein Selbstständiger. Ja, das ist was viele nicht wissen. Und deswegen möchte ich heute mit dir mal darüber sprechen, über diese wenig bekannte Seite von Zahnmedizinern oder Allgemeinmedizinern. Denn du bist Selbstständiger und wenn der Laden nicht läuft, dann hast du ein Problem. Das stimmt, ja. Das Zahnmedizin ist ein freier Beruf, ein sogenannter Kammerberuf. Mhm. Ja, also es gibt sozusagen dort sag ich mal, Regelungen, die du zu beachten hast, sei es Honorargebührenordnung und verschiedene Auflagen. Nichtsdestotrotz musst du dich aber auch um die betriebswirtschaftliche Seite kümmern. Hast du dir das damals so vorgestellt, als du angefangen hast? Wurdest du darauf vorbereitet? Nicht wirklich. Natürlich hat man im Studium irgendwann mal abends Berufskunde-Vorlesungen, die dich halt darauf vorbereiten sollen. Aber wie es halt so ist als Student, da passt man vielleicht mal nicht auf oder geht man nicht hin. Und das war halt wirklich sehr, sehr selten. Nach dem Studium hat man eine Assistenzzeit verpflichtend. Ja, 2 Jahre muss man halt die Kassenzulassung erreichen oder erlangen, besser gesagt. Und da nimmt man halt natürlich auch aus der Praxis was mit, wo man ist. Aber trotzdem hat man nicht diesen Einblick, als wenn man dann halt für alles selbstverantwortlich ist. Man ist ja nur der angestellte kleine Zahnarzt und viele Chefs halten so ein bisschen noch hinterm Berg mit ihrem Erfolgsgeheimnis. Okay, das heißt, jetzt kommt der Punkt, du entscheidest dich sozusagen wirklich in den Beruf voll einzusteigen, Haupterwerb, und bist auf der Suche nach einer Praxis. Der Punkt kam ja bei dir auch, da gab es ja ganz andere Herausforderungen. Da hast du wahrscheinlich nicht an Medizin oder so gedacht oder an Zähne. Geht halt auch relativ schnell. Ne? Man hat dann seine Assistenzzeit vorbei. Ich habe noch ein bisschen verlängert, ne? War eigentlich ganz bequem, Angestellter zu sein. Man macht sich aber trotzdem seine Gedanken, was möchte man dann halt erreichen, was möchte man machen. Und in dem Fall, also das war bei mir 2003, war wirklich die Selbstständigkeit so der nächste logische Schritt. Und was war deine größte Herausforderung? Was hattest du als größtes Problem zu klären in dem ersten Moment? Man wendet sich da halt auch richtig an, man guckt sich um, man wendet sich an Makler, es gibt Praxismakler und die stellen meine Praxen vor. Die kann man einfach so kaufen? Die kann man von der Stange kaufen. Andere Möglichkeit ist natürlich, was viel, viel schwieriger ist, eine Neugründung. Mhm. Also das ist dann halt wirklich, man fängt bei Null an, guckt sich nach Räumlichkeiten um, guckt nach Personal, muss sich seinen Patientenstamm aufbauen. Und ich bin aber diesen Weg gegangen, dass ich mir eine Praxis quasi gekauft habe. Also fertig mit allem drumherum? Mit allem drumherum, mit Angestellten, natürlich mit dem Risiko. Wie wurde die Praxis vorher geführt? Was für ein Patientenstamm hat sich da etabliert? Angestellte sind halt natürlich auf die alten Inhaber geeicht und das muss man dann halt auch wieder umswitchen. Also man hat viele Vorteile dadurch. Man kann sofort anfangen. Ich weiß noch, mein erster Tag, ich habe, glaube ich, 40 Patienten gehabt. Ich bin am Abend nach Hause gekommen, bin einfach umgefallen. bei einer Neugründung ist halt das Problem wirklich bei vielen Kollegen auch,
die sitzen dann erstmal und warten. Hast du, also weil sie keinen Patientenstamm genau, haben, genau. Die können nicht sofort anfangen zu arbeiten, weil keiner weiß, dass es sie gibt. So. Ja, das kann man halt im Vorfeld natürlich auch annoncieren. Ja. Jetzt bald neue Praxis, also da kommt schon auch was, aber es ist halt nicht so, wie es bei mir jetzt am Anfang war. Hast du es dir so vorgestellt? Es war heftig. Inwiefern? Es sind halt ganz, ganz viele Eindrücke, die auf einen zukommen. Man ist jetzt halt selber verantwortlich für alles. Das wird einem sehr, sehr schnell bewusst. Jede Entscheidung ist jetzt dann deine Entscheidung. Das ist nicht mehr, das wird abgesegnet vom Chef oder von jemand anderem. Es ist deine Entscheidung. Ja, aber ist das nicht was, was viele ja wollen? Die machen sich ja, natürlich, selbstverständlich, klar. Weil sie ihr eigener Chef sein wollen, weil sie eben ihre Entscheidungen treffen wollen. Aber mich hat es damals wirklich überrollt. Okay. Ja, weil es dann plötzlich so viel war. Das war irgendwie ein Patientenstau da und jeder wollte dann kommen. Und es war halt die Taktung auch noch aus der alten Praxis. Die guten alten Kassenzahnärzte, die dann halt möglichst viele Patienten durchgeschleust haben. Und ich war am Anfang wirklich fast überfordert. Das ging sicherlich ein Jahr. Ein Jahr. Und wenn du jetzt zurückblickst, so... Du hast also direkt bis ins kalte Wasser gesprungen. Mhm. Du hast ja eine Produktivzeit. Du musst ja überlegen, du sitzt dort am Patienten. Das ist deine produktive Zeit. Das ist aber nicht die Zeit, in der du dich um das Unternehmen kümmerst. Also du bist ja Unternehmer, wenn man es mal ganz knallhart sagt. Richtig. Du bist Unternehmer, du hast eine Verantwortung. Und du musst schauen, dass du den Trend erkennst, dass du schaust, dass die Kalkulationen stimmen, dass du den Cashflow im Griff hast. Wann hast du denn das gemacht? Das war dann meistens wirklich Mittagspause, abends. Und, wenn man schon nur 40 Patienten macht. Ja, natürlich. Ja. Klar, natürlich fällt es dann halt am Anfang auch ein bisschen hinten runter. Hast du da jemanden inzwischen, der dich dabei unterstützt? Zum Beispiel Steuerberater, es gibt ja auch Buchhaltung. Gibt es da auch jemanden, der sich sozusagen um deinen Betrieb kümmert? Oder ist es wirklich dein Job? Ich habe einen Steuerberater, da habe ich jetzt auch damals lang gesucht, nachdem ich einen Reinfall hatte mit dem ersten Steuerberater. Da werde ich wirklich kompetent dann unterstützt. Es ist halt ein Steuerberater, die sitzt in Augsburg und kümmert sich speziell um Mediziner. Aber die sagt dir ja nicht, hören Sie mal, Sie leben über Verhältnisse, Sie müssen mehr Geld verdienen, weil wenig übrig bleibt. Die sagt ja nur... Doch, natürlich sagt sie das. Das macht sie mit. Ja, klar. Das kannst du also empfehlen, sozusagen. Ja. Das heißt, die hat deine Zahlen im Blick und ist so ein bisschen so die Geschäfts... Ja, nicht Führerin, aber so ein bisschen eine, die dir dann sagt, sie müssen mehr arbeiten oder weniger. Ja. Also sie muss mehr arbeiten. Sie hat alle meine Zahlen. Ja. Das läuft wirklich alles da drüber. Und dann kann sie mir natürlich schon sagen, oh, pass mal da auf, da sollte man vielleicht mal was investieren, da vielleicht mal ein bisschen weniger ausgeben. Und ich habe mir natürlich auch selber sehr viel beigebracht, was Controlling angeht, Zahlen deuten. Also du musstest quasi das, was du im Studium, wie du schon sagst, nicht so bekommen hast, das musstest du richtig, du musstest Selbstständigkeit im Job nochmal richtig neu lernen. Also den betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen Teil, also wo es um die Zahlen geht, wo es um die ganzen Investitionen, unternehmerischen Risiken geht, die langfristige Planung, die Mitarbeiterführung, das musstest du alles nochmal nachbüffeln sozusagen. Ich musste es eigentlich neu lernen, vieles. Von null? Ja. Hast du da irgendwie auf was zurückgegriffen? Irgendwelche Know-how-Geschichten, Existenzgründerbüros oder Beratungsstellen? Oder hast du einen Coach gehabt, einen Mentor, irgendjemanden, der dich da unterstützt hat? Nein, hatte ich nicht. Und das hast du dann mit Büchern gemacht, oder wie? Oder? Bücher, Internet, Erfahrung. Okay. Würdest du es so wieder machen? Nein. Was würdest du jetzt einem jungen Menschen raten, der jetzt sagt, okay, pass auf, ich bin jetzt auch gerade im Studium Zahnmedizin oder ich von mir aus auch Allgemeinmedizin und ich möchte irgendwann eine eigene Praxis haben. Gerade jetzt, um einfach zu sagen, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte den Menschen helfen. Was würdest du denen als wichtigsten Tipp jetzt mitgeben aus deiner Erfahrung raus? Was sollten sie jetzt vielleicht schon bedenken oder sich drum kümmern? Gibt es da irgendwas? Ja, also... Guckt euch mal an, wo ihr euch niederlassen möchtet. Also regional. Regional, Lage, Konkurrenz. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die werden dann halt auch aufgeschlüsselt. Holt euch jemanden mit ins Boot. Wen, was? Es gibt da ganz viele Berater.
Also es gibt halt freie Berater bei uns. Es gibt Berater, die über Depots, Dentaldepots, die einen unterstützen bei der Gründung. Da muss man dann halt auch gucken, mit wem kann man nicht. Das ist interessant, dass du als Zahnarzt oder als Zahnmediziner Konkurrenz hast. Das ist ja interessant. Eigentlich denkt man immer, Ärzte kann es nie genug geben. Du hast natürlich Konkurrenz. Also gerade in einer Stadt wie Tübingen, Stuttgart, München. Ich weiß noch ganz genau, ich war irgendwann mal, habe ich Freunde in München besucht, saßen im Kino und plötzlich kommt eine Werbung, Zahnarzt XY. Und das ist sicherlich schon 10 Jahre oder länger her. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Auf dem Land, so wie ich, hat man eigentlich wenig Konkurrenz, kaum Konkurrenz. Aber ich denke mal, das ist halt in Städten, muss man damit rechnen, dass man da Konkurrenz hat. Und da muss man dann halt auch noch zusätzlich ein Marketingkonzept entwickeln. Ist es für dich auf dem Land auch schwieriger jetzt im Vergleich, weil das heißt ja regional, die Ärzte sterben auf dem Land, der Einzelhandel geht zurück. Gibt es da irgendwie, ich meine, die Kassen zahlen ja auch nur begrenzte Teile für einen Patienten, begrenzte Beträge für einen Patienten. Rechnet sich das? Wenn man jetzt über diese Kassenschiene geht, ich habe das jetzt erst neulich letzte Woche mir über die letzten Jahre angeguckt, die Entwicklung, ja, was Kasseneinnahmen angeht, das bleibt relativ konstant. Ja. Der Weg ist, den man gehen muss, ist halt wirklich private Vereinbarungen mit dem Patienten treffen, dem Patienten auch mehr anbieten, was die Kasse anbietet oder zahlt. Das geht schon los mit Kasse zahlt Amalgamfüllung. Möchte kein Mensch mehr. Mache ich was anderes, habe ich natürlich mehr Aufwand, mehr Kosten. Und das muss dann halt natürlich auch eingepreist werden. Und das ist der Weg, den man da auch gehen muss heutzutage, weil es tut sich da halt im Gebührensektor relativ wenig. Naja, das ist ein geht man den Weg aus, ich sage jetzt mal, aus Patientensicht oder geht man den aus, ich sage mal, rein kalkulatorischer Sicht? Es ist immer eine Mischkalkulation. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt einen Stundensatz von 300 Euro, was realistisch ist, manchmal sogar mehr, und sage, okay, ich mache jetzt eine Kontrolle und die kostet dich, ich habe 15 Minuten gebraucht, das kriegst du die Rechnung. Das geht nicht. Ja, es geht einfach nicht. Da muss man halt auch einfach fair bleiben, aber man muss dem Patienten den Mehrwert an die Hand geben. Jetzt hast du ja gerade die Zahl gesagt, einen Stundensatz von 300 Euro. Das ist ja für viele Selbstständige so, um Gottes Willen, ja, wo ist da das Problem? Man muss jetzt dazu sagen, in diesem Stundensatz, davon bezahlst du 6 Mitarbeiter, davon bezahlst du die Praxis, deine ganzen Auslagen, die du hast. Also das heißt, das ist nicht der Stundensatz von dir persönlich, Nein. Das ist der Stundensatz von deinem ganzen Unternehmen. Ganz genau. Ein Unternehmen, also wenn ich zu deinem Unternehmen komme, kostet mich der ganze Apparat 300 Euro die Stunde oder beziehungsweise dich kostet das sozusagen 300 Euro die Stunde. Richtig. Gut, dann mal Stichwort Unternehmer. Unternehmer haben ja auch die Gefahr eines Insolvenzrisikos. Das ist etwas, man könnte sagen, okay, der Laden läuft nicht und ich muss ihn zumachen. Also nehmen wir mal einen Gastronom, ja, nehmen wir mal eine Bar, es kommen keine Leute mehr, dann verschwinden ja tagtäglich Restaurants und Bars und irgendwann sind neue da. Wie ist es denn bei Ärzten? Ich meine, ist das auch ein Thema? Jetzt gerade wir haben überall Kassenthemen, also wir haben Kassenbeiträge, es wird alles bezahlt. Ist es ein Thema als Unternehmer? Ist es ein Risiko? Selbstverständlich. Also es ist halt, ich habe zufälligerweise letzte Woche mich da ein bisschen kundig getan. Das Insolvenzrisiko in den letzten Jahren ist für Unternehmer eher gesunken, während hingegen bei Ärzten das Risiko steigt. Das heißt, die Praxis läuft nicht mehr und wird geschlossen, oder wie? Es ist teilweise bei volllaufenden Praxen, die halt auch zumachen müssen. Also die haben Kunden? Die haben Kunden, natürlich. Wie muss ich das verstehen? Wo hakt es denn dann? Oder was ist das deiner Meinung nach? Ich meine, das heißt, irgendwo stimmt es mit der Kalkulation dann nicht. Ganz genau. Es ist halt auf jeden Fall ein Ausgaben- und Einnahmenproblem. Man muss ja auch die Leistung oder die PS, die man hat, auch auf die Straße bringen. Das, was man macht, muss gescheit abgerechnet werden, korrekt abgerechnet werden vor allem. Und man muss seine Ausgaben, auch seine privaten Ausgaben, ganz arg im Blick haben. Es heißt ja nicht, du bist Arzt, du bist Zahnarzt, du musst dir gleich die Villa kaufen, du musst dir gleich den Porsche kaufen. Die Zeiten sind vorbei für viele. Und wenn man das nicht begreift,
dann ist man mittlerweile ganz, ganz schnell dabei, dass die Bank an den Haaren zudreht. Als Beispiel, im Nachbarort, eine gut laufende Praxis, wurde übernommen von einer Kollegin und die ist jetzt anfangs des Jahres insolvent gegangen. Die hat einfach zugemacht. Trotz vieler Patienten? Trotz Patienten, weil sie halt einfach, jetzt aus Hörensagen, auch wirklich ein Ausgabenproblem hatte. Also der Cashflow hat nicht mehr gestimmt. Das hat nicht mehr gestimmt. Ja klar, weniger Einnahmen als Ausgaben, das kann auf lange Zeit nicht gut gehen. Das kann immer ein Jahr so sein, das ist ja auch unternehmerisch normal, dass man mal Schwankungen hat. Natürlich, das geht mal besser, natürlich, mal schlechter. Natürlich. Aber das heißt, es ist ja natürlich auch ein Risiko, das sollte man auch als Zahnmediziner oder auch überhaupt als Mediziner jetzt nicht unterschätzen, weil man ist ja voll im Risiko. Selbstverständlich, was man bei uns natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, das sind Kassenregelungen, Regresse. Das kann einen plötzlich treffen. Ja. Man hat irgendetwas ist auffällig und dann kommt dann die Kasse und sagt, okay, wir streichen deine Leistungen für das letzte Jahr. Rückwirkend werden gestrichen. Dann fehlt Budget-Thematik ist auch eine. Ja, da kommt rückwirkend, kommen dann Streichungen, weil du hast ja zu viel gearbeitet. Das ist ja was sich jeder doch immer freut. Ja, natürlich. Ja, aber das ist halt diese Budgetierung, die halt, ja, also es ist nicht bei uns nicht so ein großes Problem. Ich denke mal auch eher bei Allgemeinärzten ist es ein Problem, dass man da wirklich irgendwann mal diesen Topf voll hat und alles, was man mehr arbeitet, arbeitet man zum größten Teil. Natürlich kriegt man nicht alles abgezogen, aber zum größten Teil umsonst. Und das ist eine Sache, die kann man zum Beispiel Handwerker kann man sowas nicht verdeutlichen. Also nach der tausendsten Fliese kriegt er nur für jede andere Fliese kriegt er nur noch 50%. Grob. Würde der sagen? Völliger Blödsinn, ja natürlich. Aber so läuft das System, ja. Also da sind wir dann halt gefangen in dem System. Okay, Thema Zahlungsmoral. Ich meine, die Kasse zahlt. Wie ist es mit Patienten, die jetzt eben diese Leistungen, über die wir vorhin gesprochen haben, zwar bekommen und dann kriegen sie die Rechnung, dann sind sie ja sozusagen dein direkter Kunde und sie müssen die Rechnung an dich überweisen. Ist das ein Thema Zahlungsmoral? Ich glaube, das ist halt auch ein Thema, wo man mit seiner Praxis sitzt. Also bei mir jetzt eher im ländlichen Bereich ist die Zahlungsmoral wirklich sehr, sehr gut. Man hat da vereinzelt Ausfälle. Da kann man dann auch wirklich gucken, verfolgt man wirklich jeden Euro bis zur letzten Minute. Muss man nicht immer machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Städten ist, ich habe Freunde, die halt wirklich Ausfälle haben von 100.000, 200.000 und die das Geld halt nicht mehr sehen. Das heißt Forderungen, die sie an die Patienten geliefert haben, aber die zahlen einfach nicht. Die zahlen einfach nicht, genau. Eine Möglichkeit, was ich auch sehr gerne in Anspruch nehme, ist ein Factoring. Das heißt, man verkauft seine Rechnung, hat einen Abzug von wenigen Prozent und kriegt halt das Geld relativ schnell auf sein Konto überwiesen. Okay, und die übernehmen halt das Mahnwesen und die Zahlungsforderung. Okay, das müssen wir mal kurz erklären. Also Factoring bedeutet, dass ich sozusagen wie eine Agentur beauftrage, die sich darum kümmert, meine Rechnungen dann einzutreiben. Dazu, für diese Dienstleistung gibt es eben eine Art Abzug, eine Provision oder eine Gebühr. Mhm. Und dafür bist du aber mit dem Thema sozusagen abgegeben. Wie so eine Inkasso-Art. Richtig. Okay. Professionelle Firma, die das übernimmt. Ja. Spart mir natürlich auch wahnsinnig viel Arbeitszeit bei meinem Personal. Das ganze Rechnungswesen, das ist sehr, sehr intensiv. Also du verkaufst das ganze Rechnungswesen sozusagen an einen Dienstleister? Für größere Rechnungen. Also in kleinen Beträgen machen wir das immer noch selber. Das ist dann überschaubar. Patienten zahlen es dann auch oft direkt. Aber bei größeren Rechnungen, 500 Euro plus, machen wir das so. Okay, weil dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Ich muss da nicht der Rechnung hinterherlaufen. Dann kommt die Mahnung nicht von mir, sondern von der Firma. Hattest du schon mal einen Fall, wo jemand auf deinem Stuhl saß und du wusstest genau, der hat noch nicht gezahlt und du gesagt hast, nee, erst die alteren zahlen, sonst kann ich sie nicht behandeln? Gibt es sowas? Jein. Also das kann bei kleineren Rechnungen vorkommen. Leute mit größeren Rechnungen, die kommen nicht mehr. Die kommen dann einfach nicht mehr. Würde ich jetzt auch nicht machen, aber die kommen einfach nicht mehr. Okay.
Thema Altersvorsorge. Selbstständige haben ja oft das Problem, dass sie relativ spät oder viel zu spät mit der Altersvorsorge anfangen. Mhm. Jetzt hast du wahrscheinlich einen ganz guten Cashflow, weil du sagst, du hast wenig Konkurrenz, du hast eine fertige Praxis übernommen. Das heißt, du hattest schon Kunden, die musstest du nicht erst finden. Altersvorsorge, ist das ein Thema für dich? Da sind wir eigentlich als Ärzte, Apotheker ganz gut gestellt. Wir haben halt eine Verpflichtung zur Altersvorsorge. Über? Wie läuft das? Über die VA. Also das ist die Versorgungsanstalt für Ärzte, Apotheker, Tierärzte. Du zahlst also nicht in die Rentenversicherung? Nein, wir zahlen alle in diesen Pott hinein. Das sind 12,5% von unserem Gewinn. Ja. Und da hat man schon auf jeden Fall mal eine Basis. Wie ist es mit, früher war ja die Praxis so eine Art Altersvorsorge, das heißt, also man hat die dann verkauft und damit war dann sozusagen auch, ist das noch ein Thema? Es wird immer weniger ein Thema. Es gibt natürlich Praxen, die sich gut verkaufen lassen. Sehr, sehr gut laufende Praxen in Städten zum Beispiel, ja, wo die Leute halt auch wirklich ein fertiges Konzept haben wollen, eine Praxis, die gut läuft, das ist gleich am Anfang. Auf dem Land wird es momentan eher schwierig. Es machen einfach auch ganz, ganz viele Praxen zu. Mhm. Es werden Praxen unter Wert verkauft, wenn sie überhaupt verkauft werden. Als Altersvorsorge muss man sich das eigentlich abschminken. Es ist gut, das zu haben als Add-on, aber mittlerweile ist es so, gerade im ländlichen Bereich, dass man damit nicht mehr kalkulieren sollte. Reicht dann der Rest noch? Ich meine, diese VA-Versorgung, 12%, der ist ja relativ hoch, sage ich jetzt mal. Aber ja, ist das ein Thema so, dass du sagst, ich muss noch privat irgendwas tun? Man sollte auf jeden Fall privat etwas tun. Es gibt da Versicherungen, die das anbieten. Was man auch machen kann, sich einfach Geld zurücklegen. Was ich momentan zum Beispiel mache, dass ich halt in Aktienfonds selber halt mir jeden Monat ein paar Euro zurücklege und das dann anspare. Also über Sparpläne, genau. Privat noch was dazu machen. Ja. Gut, würdest du das Ganze so wieder machen? Also sprich jetzt im Sinne von dich auf so viel einlassen, auf so viele Risiken, auf so viel Verantwortung, auf diesen ganzen Stress, sage ich jetzt mal, auch sicherlich auch eine Belastung? Ja, natürlich. Also hast du dir nicht so vorgestellt, ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich deutlich mehr Arbeit als vorher als Angestellter. Auch als Angestellter kann man viel Arbeit haben, aber das ist halt dann nachher die Kopfarbeit, die man dann zu Hause hat und das Gefühl, dass man den ganzen Tag mit sich rumträgt, wenn mal etwas nicht läuft zum Beispiel. Ja, also anders gibt's. Ich würd's machen, ich würde es wieder machen, ich würde es aber in vielen Bereichen anders machen. Konkret, sag mal zwei, drei Beispiele. Ich würde mir wirklich Hilfe holen. Auf jeden Fall. Beratung holen, mich in vielen Bereichen auch weiter fortbilden, zum Beispiel Abrechnung. Also das habe ich dann relativ spät erst, weil ich auch immer gedacht habe, okay, du bist Arzt, das läuft. Ja? Nee, ganz, ganz, ganz blöde Denke, du hast eine Praxis, du hast viel zu tun, es läuft. Aber das ist nicht, das, es läuft, natürlich läuft es, aber es könnte besser laufen. Okay. Es reicht nicht zu arbeiten. Sondern man muss auch gucken, was arbeitet man? Wie rechnet man es ab? Also das ist ein Riesenkomplex. Und da habe ich am Anfang gedacht, okay, nee, ach, passt schon. Das passt schon. Das heißt, es wäre eigentlich ein Appell an die Ausbildungsbetriebe oder an die Universitäten, die so ein Studium anbieten, eigentlich da besser darauf vorzubereiten. Ja, aber schlussendlich bleibt es als Selbstständiger immer an einem selber hängen, sich da selbst und ständig sich da vorzubereiten und sich fortzubilden. Okay, also das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man sieht das ja, es ist in anderen Branchen wahrscheinlich ähnlich. Christian, ein letzter Tipp an den, der jetzt heute hier zuschaut. Erster Schritt, schaut euch gut an, wohin ihr möchtet. Bereitet euch gut vor, holt euch Hilfe. Und dann los. Und dann läuft's. Super. Vielen Dank, Christian, dass du uns ein bisschen Einblicke gewährt hast in deinen Alltag als Zahnmediziner, als selbstständiger Unternehmer. Ich hoffe, es war auch was für dich dabei. Schalte nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Bargespräche im Gespräch mit. Und vielen Dank, Christian, heute hier aus Schmitzkatze in Tübingen. Vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal auch zu abonnieren. Dann fährst du sofort wieder, wenn es was Neues von uns gibt. Vielen Dank, Christian. Bitte, bitte.